Hallo und willkommen zurück zu War for the Overworld. Und mich interessiert gerade was, darum muss ich was gucken. Nö, hier steht eigentlich 59 Hertz. Okay, passt. War gerade irritiert, weil mein Aufnahmegerät gerade mal maximal 30 angezeigt hat. Aber es passt schon. Ein Narling kam noch hinzu und ja, wie geht's denn unseren Leveln so? Ich hätte hier immer noch gerne eine schönere Auflistung. Ah, ja, Level. Okay, also. Spucker. Gerade mal Level 4. 1 bis 2, das geht ja mal gar nicht. Dann schnappen wir uns die mal und setzen die hier mal rein. Dass die hier mal ein bisschen trainieren. Dass die hier vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Aber mit den Ukuli weiß ich nicht so genau, was wir da machen. Können wir die in Arena setzen? Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas kriegt hier gerade Level dazu. Scheint ja anscheinend irgendwie zumindest zu funktionieren. Ja, irgendwas passiert. Das ist doch schön. Ja, dann macht ihr mal weiter. So eine hätte ich auch noch gern irgendwie. Dass die noch Erfahrung kriegen. Ich meine, um die müssen wir uns eh keine Sorgen machen, weil boah, die machen das schon voll allein. Wie genau sieht das da oben aus? Also, hier ist zu. Das heißt, theoretisch eins, zwei, könnten wir hier schon noch was machen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Okay, da ist ein Tor und sonst was. Okay. Also wir bräuchten noch zwei Reihen. Das heißt theoretisch bis hierhin. Könnte man sogar machen. Also zwei Reihen, um nochmal ein hier was dazu zu kriegen. Hier nicht. Ja, und ich glaube, wir bauen hier echt noch so einen Wachraum rein. Damit, falls wir hier doch noch ein bisschen Sachen hinbauen, die ein bisschen verstärkt sind. Genau, macht mal hier noch. Wir brauchen eine höhere Kaserne. Genau, noch ein paar dazu. Nicht abhauen. Nee. Gut, dann schnappt euch was zu essen und dann geht's weiter. Das Ding hätte ich auch mir schon deutlich früher mal angucken können. Nö, keine Lust. Ihr sollt trainieren. Der will Schwein, der will Schwein. Ja gut, komm her. Schnapp dir was zu essen. So, der ist glücklich, der ist glücklich. Und die Verteidigung, nein. Du trainierst. Und du auch. Genau, so geht's. Perfekt. Dann steigen die nämlich auch langsam im Level. Jetzt haben wir hier auch noch einen. Habe ich den gerade von da oben irgendwo geklaut? Du sollst da arbeiten, du nicht mehr. Du sollst da arbeiten, genau. Sehr schön. Und der haut schon wieder ab. Was ist mit dir? Irgendwas mit Bett. Schlafen. Ih. Alles ist ganz schön voll, fällt mir auf. Schauen wir mal, eventuell können wir das noch ein bisschen vergrößern, so. Und hier eh. Und da auch. Und hier wollten wir einen Wachraum einbauen. Genau, eine Garnison. Heißt das Ding ja. Und die Ukuli werden dabei einfach stärker, oder wie? Ist ja cool. Ja. Passt. Dann macht ihr einfach mal weiter. Und wir bauen hier noch ein bisschen Refugium. Das Refugium muss ja zum Glück nicht irgendeine 3x3 oder sonst was Größe haben, damit es funktioniert. Sehr schade.
Aber wir können hier mal den Trainingsraum nochmal vergrößern. Wobei ich möchte es nicht direkt an der am Abgrund. Das muss dann auch nicht sein. Was ist das hier eigentlich mit den die Effizienz oder was ist das? Möglicherweise. Ja, schauen wir einfach mal. Finden wir schon raus. Hä? 1, 2, 3. Also da ist es 4. Ja, okay. Deswegen. Auf jeden Fall wieder noch ein paar mehr Trainingsgeräte. 18 Stück. Ja, mindestens Level 3, 4 will ich dann schon, dass alle sind. Hier, die Ogre, die sind immer noch faul. Und alle Ogre, die arbeiten, werden direkt zum Essen gebracht. Zum Trainieren gebracht, so rum. Na? So, dann schnappen wir es uns einfach mal. Du da, du da. Niemand. Trainieren. Anyone. Schlafen. Essen. Dann vermutlich essen und schlafen. Sieht richtig aus. So, nee, du stellst jetzt nichts her. Du gehst wieder trainieren. Wenn ihr irgendwas Freies findet. Da ist was frei. Wunderbar. Dann trainiert der auch wieder. Okay, und das ist so der beste, weil hier wird unterstützt durch fünf Wände außenrum. Das heißt, ein kleiner Trainingsraum ist anscheinend sogar besser oder mehrere kleine als ein großer. Auch interessant zu wissen. Also zumindest, um einzelne schneller hochzuleveln, kostet natürlich auch deutlich mehr Platz. Also klar. Level 7. Level 6. Ja, ich bin gespannt, was so das maximale Level ist, was die hier erreichen können. Ich meine, der macht nichts anderes als trainieren. Und das ist auch gut so. So, noch irgendjemand? Na, ja, die Trolle natürlich mal wieder. Die Ogre, die nicht trainieren wollen. Oder gern trainieren wollten, aber es nicht können. Wie geht's denen hier? Die sind einfach immer noch am Trainieren. Die kriegen schon Level 10. Muss ich die eigentlich rausnehmen oder passt das dann schon irgendwann mal? Interesting. It turns out one of these workers is actually a genius. Phantomarbeiter. Wie viele Viecher habe ich eigentlich insgesamt? Schauen wir mal hier, 52. Hier ist genügend Platz für 18. Das heißt, noch nicht mal die Hälfte kann hier überhaupt trainieren. Das ist nicht gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie ganz verrückt bin und nochmal hier alles aushebe, kann ich dann hier nochmal einen Trainingsraum machen. Und weil ich gleich noch verrückter bin, machen wir da gleich noch weiter. So, dass wirklich alle trainieren können, die trainieren wollen. Wie gesagt, ich will hier schon Level 5, 6 haben. Weil hier kommen Gegner mit. Ja, was haben die denn? 7, 8 so. Dann sollten wir schon ungefähr gleich gut ausgerüstet sein, weil je schneller, je höheres Level wir jetzt haben, desto besser geht es nachher. Also, auf geht's. Ja, ich übertreibe gerade, aber wir haben gerade endlos Geld, also warum nicht? So, kann ich jetzt hier irgendwas noch machen? Ember Rift unlocked. Okay, gehen. Das kann ich nicht. Mehr sehe ich jetzt auch nicht. Gut, dann nehme ich mal an, kann ich auch nicht mehr.
Gut, wir wollten eine neue Kaserne. Oh Gott, ist die groß. Und ernsthaft, wir haben nicht genügend Geld im Moment. Was kostet die denn gerade? 21.000. Machen wir sie mal etwas kleiner. Keine Ahnung, ob es das brachte. Und ob es das brachte. Hey, wieder mehr Geld. Sehr gut. Ja, könnte es bringen, weil wir dann mehr Wände Time to drin pay haben. your minions, Underlord, for all their hard Wie viele work. können da jetzt trainieren? 29. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Das sieht garantiert nicht schlecht aus. Oder gar nicht schlecht aus. Ja, jetzt wird erstmal Geld abgehoben von der Bank. You cannot store more gold. Alle schnappen sich Geld. Sind glücklich und gehen wieder ans Trainieren. Und dann bin ich glücklich. Und jeder, der sich hierhin verirrt, wird direkt zum Trainieren abgeschoben. Haben wir denn hier schon einen Level 9 bis 10? Nein, noch nicht. Aber der hier ist kurz davor. Der hier nicht. Der ist, muss recht neu sein. Gnarlinge, die nicht volle Level haben, müssen neu sein. So, wie kriege ich jetzt hier eigentlich in der Gruft Ghule? Speichert die Seelen der toten Einheiten, die vom Monkromanten verwendet werden kann. Also mit anderen Worten, wenn Leute wirklich sterben und nicht in der im Gefängnis landen. Okay. Wird hier schon trainiert? Ja, sehr schön. Hier auch, wunderbar. Was? Ah, ich vermute mal, das sind Bäcker, die hier den Namen haben oder so. Gut. Schnappen wir uns die mal. Die wollen wahrscheinlich gleich wieder was ganz anderes machen. Der ist nicht ganz so zufrieden, weil ja, ein bisschen wenig Schlaf und ein bisschen wenig Essen, aber. Pff. Wo ist das mein Problem? Ich meine, ganz ehrlich, Ogre sollen trainieren. Und vielleicht hätte ich ihm jetzt nicht so ein Randding geben sollen, sondern lieber sowas. Hier, nimm mal das. In a game of cards, one of your vampires has raised the stakes. Naja. Ich habe keine Vampire. Fällt mir gerade auf. Ich habe Nekromanten. Aber die Uga müssen trainieren. Bei denen dauert das gefühlt ewig. Wenn ich mir das da anschaue, bis der mal Level 2 ist, da gehen ja Jahre. Hey. So, der letzte Level 2er von denen. Und dann haben wir tatsächlich noch drei Gnarlinge, die niedrigeres Level haben, als sie sollten. Aber das wird sich bei den Gnarligen ganz schnell geben. Ich meine, der ist glücklich. Das könnte natürlich auch dran liegen. Du willst zum Essen? Dann mach mal für dich mal Shuttle Service. Da gibt's was zu essen. Glücklich. Und jetzt? Mehr essen? Garnison aufladen. Nee. Kannst vielleicht mal schlafen, wenn du willst. Dass du Effizienz 100 hast oder so. Wo auch immer du schläfst. Wahrscheinlich hier. Oder da hinten. Oder sonst wo. Da. So. Schlaf 83. Dun 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 dun. Die Effizienz steigt, das heißt, er schläft jetzt auch schneller. What? Gut. So, und jetzt schickt man ihn direkt wieder zum Trainieren. Da, viel Spaß, los geht's.
109% Effizienz. Das sollte dann schon mal ein bisschen schneller gehen. Gut. Dann wäre das eigentlich erledigt. Die Gnarlinge, ja. Die kriegen das schon irgendwie hin. Die Okuli sind super. Solange die halbwegs glücklich sind. Weil wir könnten die mal kurzzeitig raustun. Moment, wenn der letzte auch noch Level 7 geworden ist. Der da. Da ist noch ein Level 6er. Jetzt. Dann tun wir sie mal raus, damit sie was essen können. Nicht, dass die mir noch verhungern oder so ein Schmarrn. Die wollen ihr Essen aber anscheinend lieber in Ruhe oder so. Wunderbar, dann sollten die eigentlich alle auch wieder erholt sein. Und dann schicken wir sie wieder zurück. Ja. Los geht's. Kämpft weiter. Wo war sie? Da. Schauen wir mal, ob das wieder so gut funktioniert. Oder ob sie sich diesmal hauen. Ich habe sie diesmal ein bisschen versetzt dahin getan, damit ich vielleicht mal was sehe. Aber die scheinen alle noch glücklich zu sein. Gut, da beschweren sich schon ein paar wieder, dass sie Hunger haben, aber solange da kein "Ich bin voll unglücklich" ist, ist alles okay. Gut. So, mittlerweile scheint alles einigermaßen hohe Level zu haben. Das finde ich ein bisschen doof, dass man hier wirklich so eine Riesenarena anscheinend bauen muss. What's this called again? War for the Overlord? I keep forgetting. Ja, ich glaube, er will uns darauf aufmerksam machen, dass wir noch nicht kämpfen. Und ja, ich gebe zu, wir sollten vielleicht langsam mal kämpfen. Aber ich fand es auch mal toll, wenn wir mal mit einer gescheiten Armee reinrennen, die nicht gleich überrannt wird. Irgendwie. Weiß nicht. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Ich hoffe nicht. Ihr schaut alle einfach zu, oder was? Wie wär's, wenn ihr... Stimmung begeistert. Ja, ist ja schön, dass ihr alle begeistert seid. Könntet ihr trainieren? Jedem, der langweilig ist, schnappe ich mir jetzt und der kriegt dann als Aufgabe trainieren. Du auch? Du auch? Jetzt wird trainiert. Sehr schön, begeistert. 142 Effizienz, da trainiert sich's doch gleich viel besser. Perfekt. So mag ich das. So gefällt mir die Arena. Begeistert. Garantiert auch begeistert. War das ein Imp? Nee, tatsächlich nicht. Oh, der ist tatsächlich schon Level 9. Drei Stück sind schon Level 9. Das ist super. Wie es trotzdem hier ein paar Gnarlinge schaffen, noch nicht Level 3 zu haben, verstehe ich nicht. Null. Okay, der kam wahrscheinlich gerade erst rein. Dachte sich so, wo ist eigentlich mein Zimmer? Und wer bügelt eigentlich? Und wer ist eigentlich dran mit Aufräumen? Ja, ich glaube, mittlerweile sollten wir eigentlich stark genug sein, oder? Ja, doch. Vielleicht. Ich möchte halt echt diesmal durchmarschieren, wenn ich schon mal hier in Ruhe trainieren kann. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Level 4. Ist da irgendjemand kurz vor Level 5? Nicht wirklich. Nee, echt nicht. Also gar nicht. Tja, das ist nicht so toll.
Das ist gar nicht toll. Gut, wir können noch ein Plus-Level machen. Ja, eine Sünde können wir uns holen, aber die hilft uns auch nicht viel weiter. Und hier könnten gleich die ersten Level 8 werden. Na, hier wird eh irgendwie nur noch Arena geguckt. Drum würde ich sagen, graben wir uns jetzt hier mal durch. Vielleicht nur eins. It's payday. Na gut, dann graben wir uns nicht durch, wenn es Zahltag ist. Dann sollen die nämlich erstmal sich ihr Geld abholen. Sehr gut, Level 8, der erste. Das heißt, die anderen ziehen gleich nach. So war es zumindest bisher immer. Die doch recht nah aneinander waren. Ja, ist ja recht. Ist ja recht. So. Habt ihr jetzt euer Gold abgeholt? Und warum kriege ich eigentlich nicht die Scheiden hier? Don't mind me, Underlord. I'm just taking a quick nap. Der wird auch gleich Level 8. Sehr schön. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich hier jeder Level 8. Gut, dann geht ihr mal raus aus der Arena. Hat man sonst so. Dann gehen die nämlich vielleicht auch mal wieder arbeiten. Und dann buddeln wir uns jetzt wirklich durch. Und gehen endlich zum Angriff über. Ja, diesmal habe ich ein bisschen langsamer gespielt, ich gebe es ja zu. Dann erobert mal. Was haben wir denn hier? Oh. Eine Tür, die Gold kostet, wenn man sie kaputt machen will. Wo wird hier gehauen? Ach, hier. Ein Skark gegen ein anderer. Das war unfair. Level 1 gegen Level 5. Ne, Level 4, okay. Ja, Beastmaster, wenn du das schon machst, dann lass die ja wenigstens Heil sie wenigstens oder so ein Schmarrn. Gut, da kommt nichts durch. Meine Level 8er können wir jetzt mal hier hinsetzen, die sich um diese Sachen kümmern dürfen. Die aber irgendwie keinen Schaden machen. Midas Door complete. Okay, dann machen wir jetzt so Folgendes. Alle plus ein Level. Und dann Attacke dahin, bitte. Your minions are in combat. Und du haust ab. Dankeschön. So, jetzt geht's auf die Viecher drauf. Garantiert irgendwas auch mit Level 10 dabei vielleicht sogar. Ah, Level 9 sehe ich hier. Einige fallen. Die gefallen mir weniger. So, rein mit uns. So. Und das machen wir jetzt gerade ziemlich gut kaputt. Das gefällt mir. Dann können wir direkt sagen, geht mal direkt weiter, wenn ihr hier alles habt. So. Und zwar. Ja, genau, könnt ihr eigentlich direkt hier in diesen Hauptraum rein. Und habt dann direkt eine große Kampfschlacht vor euch. Was ihr aber hoffentlich schafft.
So, hier ist der, glaube ich, der. Genau, der zweite Inhibitor. Sehr gut. Erste Tür oder erster Raum zerstört. Ich glaube, da sind einige. Dann schauen wir mal, dass wir in den Quergang noch kommen. Mhm. Und da kommen jetzt ein paar. Kümmert euch mal um die. Inklusive Fallen. So, und jetzt sieht es eigentlich danach aus, als ob hier gar nichts mehr wäre. Beziehungsweise da ist noch wer. Dann, glaube ich, habe ich die jetzt mal deaktiviert, dass sie sich mal kurz zurückziehen können. Was war das? Irgendwelche Skelette, oder? None of your minions wants you to have fun. Your creatures are in combat. Oh, da sind noch ein paar Gegner. Da sollten wir uns drum kümmern. Und zwar schnell. Sehr schnell. Und um die Fallen gleich mit. Genau, macht das alles schön platt. Und dann hoffe ich, dass meine Imps langsam mal was machen. Nicht, dass hier noch Viecher verrecken vor mir. Deaktivieren wir mal lieber diese... das hier. Nicht, dass die sonst was gerade machen. So, jetzt sieht es aber danach aus, dass hier nichts mehr ist. Dann... das mal deaktivieren. Dann gehen alle heim und ruhen sich hoffentlich aus. Und in der Zwischenzeit hoffe ich, dass meine halbtoten Viecher irgendwo hingebracht werden, wo sie nicht verrecken. Wie sieht es eigentlich aus hier drin? Oh ja, voll. Das ist Korruption, genau. Nicht Ausführung, sondern Korruption. Die Level 8er hätte ich gerne, danke. Was bist du denn? Eine Artistin. Haben wir irgendwie einen Barden oder sowas? Soldat. Templer. Templer, der könnte heilen. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch Iron Ladies. Oh, wir haben hier die ersten Leichen. Auch nicht verkehrt. Und da sind ein paar Einheiten, paar Leute. Hm, wie wär's, wenn... ihr kümmert euch darum. Die solltet ihr doch schaffen, oder? Oh, wir haben die ersten Ghoul bekommen. Your minions fight the enemy. A ghoul has risen in your crypt. Genau, die Viecher sind ja den hinterhergerannt, den Nekromanten. Und der hat gerade richtig Spaß, Zeug zu beschwören. A ghoul has risen in your crypt. Da irgendwie ein Problem? Nicht wirklich, oder? A ghoul has risen nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich würde sagen, mit unseren Viechern da können wir uns mal ein bisschen umschauen. Also mit den... ja, wie heißen sie denn? Bestien, genau. Hier ist zum Beispiel nochmal einer. Und da kommen auch nochmal ein paar. Aber da kommt noch die Verstärkung und dann sollte das passen. Auch schick. Your minions are being attacked. Das finde ich weniger schön.
schnappen wir uns denn dann noch? Ja, einfach irgendwie irgendwas, was wir hier haben. So, dann wäre das eingenommen. Da gibt's Action. Geht da mal hin und macht das platt. A ghoul has risen in your crypt. Genau, und dann macht hier mal die Türen kaputt. Und geht da mal rein und macht die auch noch platt. Und da können wir echt die schön hersetzen. Ja, aber ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ja, da kaum bereitet man sich mal gut vor, vergeht die Zeit zu schnell. Drum würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!